Ich kriege bei der Menge an Videos, die wir hier machen, auch immer jede Menge Kritik zu Inhalten, zu der Art und Weise, wie die Videos geschnitten sind, zu Sachen, die ich ausspreche und so weiter und so fort. Diese Kritik bleibt normalerweise in den Kommentarspalten und ich antworte vielleicht drauf, aber vielleicht auch nicht immer. Und ich habe das Gefühl, ich sollte mich mehr damit auseinandersetzen. Und gerade bei einigen Themen, wie zum Beispiel den vergangenen Star Wars-Filmen, gibt es doch mehr Kritik, nicht nur an mir, sondern auch an dem, was ich sage als solches und meiner Haltung dem gegenüber, die sich immer wieder häuft. Und ich dachte mir, vielleicht wäre ein Video oder mehrere Videos mal darüber ganz praktisch, darüber zu reden, was ihr so schreibt, was eure Meinung zu den Sachen, die ich in den Videos sage, so ist. Und genau deswegen setze ich mich heute mal mit einigen eurer Kommentare auseinander. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Feedback. Ich bin Luke, das ist ein neues Video auf Nerd Factory. Los geht's. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, mehr als 50% von euch gucken meine Videos tatsächlich nur über die Startseite oder die Videoempfehlung, nicht als wirklich aktiver Abonnent. Ihr würdet mich unglaublich damit unterstützen, wenn ihr euch einfach mal unten auf den Abo-Button begebt und da draufklickt und vielleicht noch die Glocke anmacht. Einerseits helft ihr, wie gesagt, damit dem Kanal und helft uns dabei weiter zu wachsen und größer zu werden und uns zu verbessern. Andererseits verpasst ihr dann auch keine Videos mehr. Also wie oft ich schon gelesen habe, dass ich angeblich seit 4 Monaten keine Videos mehr hochgeladen hätte und eigentlich lag das nur daran, dass die Leute nicht abonniert waren und deswegen nicht mitbekommen haben, dass ich jede Woche 3 Videos hochlade. Also, wenn ihr mir helfen wollt und alle Videos sehen wollt, klickt auf Abonnieren, macht die Glocke an und ich danke euch. Fangen wir doch mal direkt mit einem harscheren Kommentar an. Wie gesagt, Star Wars Episode 7, 8 und 9 sind nicht unbedingt die Filme, die dafür stehen, dass sie von jedem geliebt werden oder dass sie generell scheiße sind. Tatsächlich auch nicht. Es ist eine sehr starke Spaltung zwischen den Fans des Star Wars-Universums da und man hat das Gefühl, dass sogar stärker das Ganze sich noch auslebt, als es damals bei den Prequels der Fall war, die ja heute aus etwas anderen Gründen sehr beliebt sind. Und ich kriege immer wieder wirklich Kommentare, die ellenlang sind und Zeilen und Zeilen und tausende Wörter, die fast die Zeichengrenze der YouTube-Kommentare ausreizen. Eines davon seht ihr hier, das ist nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Und zwar ist dieses vom Bob Bob. Der schreibt unter meinem Star Wars Easter Egg, Dinge, die ihr noch nicht wusstet, Video. Echt jetzt? Man kann sich ja alles versuchen, schön zu reden, aber bei Rise of Skywalker muss man schon sehr viel guten Willen beweisen. Dieser Film ist a mess, um mal schlecht zu denglischen. Ein Schlag in die Fresse für Kinoliebhaber, ein fettes F*** you an alle Star Wars Fans. Von der ersten bis zur letzten Szene einfach nur ein großer, wirrer Haufen Bullshit, für den man anscheinend extra Canon-Literatur braucht, um überhaupt nachzukommen. Das ist die Definition eines schlechten Films und da sind die lieblos hingeklatschten Easter Eggs doch egal, wenn das ganze große Drumherum einfach nur ein löchriger, sinnloser Quatsch ist, der so gar keinen Bezug zu den vorherigen 2 Teilen hat und versucht, die Originaltrilogie zu verwerfen, indem er sagt, dass alle Generationen vor Rey Königliche oder Lappen waren, die mal gar nichts auf die Reihe kriegten. Außerdem wird auf bisherigen Canon ordentlich abgedrückt, weil hey, coole Szene, also scheiß auf die Star Wars Lore. Punkt, Punkt, Punkt. Da ist doch jede Menge, zum Beispiel verzweifelter Versuch, Palpatine zu integrieren. Ich kriege hier sogar ein bisschen Liebe. Das Video ist echt gut gemacht, auch wenn den Standpunkt an diesem Machwerk der absoluten Scheißigkeit nur ansatzweise etwas zu Gutes zu finden, ich nicht verstehe. Und das ist genau der Punkt. Viele Leute gucken sich die Videos von mir an, in denen ich sage, hey, diese Szenen sind mega cool oder das ist doch mega krass an The Rise of Skywalker, an The Last Jedi. Again, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und mein eigentlich wirklich liebster Star Wars Film als einzustehender Film. Heißt nichts in der Trilogie, aber dazu komme ich gleich noch. Und viele Leute sind schockiert teilweise. Wie kann man als Star Wars Fan mit einem Stormtrooper neben sich nur sowas sagen? Und auch T.A. Black kommentierte, ich warte noch auf den Tag, an dem du es schaffst, mir Episode 7 bis 9 gut zu reden. Aber momentan, so oft wie du die Comics und Romane einbinden musst, um Details dieser Filme belegen zu können, schafft genau das Gegenteil. Ich meine, mehr als bei allen anderen Teilen muss ich hier die Comics und Bücher kennen, um alles in Star Wars Logik nachvollziehen zu können. Wer weiß, vielleicht ändert sich das ja mit der
der Zeit, seine Ansicht. Momentan bin ich aber leider noch sehr enttäuscht von der neuen Trilogie. Und tatsächlich lese ich das halt, wie gesagt, sehr, sehr oft. Und ich möchte das mal so ein bisschen thematisieren, weil ich finde, die Frage steht wirklich im Raum, nicht nur auf Star Wars bezogen, sondern generell, was macht einen guten Film aus, was macht einen schlechten Film aus? Und gibt es überhaupt so etwas wie objektive Kritiken an Filmen? Ich für meinen Teil sehe mich, und das muss ich jetzt voraussagen, weder als Filmexperten noch als Kenner der Kunst oder des Handwerks des Filmemachens, sondern als einen Kanal, der eben nicht das Handwerk, die Kunst des Films behandelt, sondern die Inhalte und die Ideen, die dahinter stecken und eben gerade die coolen Dinge. Ich habe immer gesagt, Nerd Factory steht dafür, diese Elemente der Nerdkultur zu zelebrieren und eben nicht zu demontieren. Wohingegen Kollegen wie zum Beispiel jetzt Cinema Strikes Back oder Kino Plus oder eben auch Nerdkultur sich auch vor allem damit beschäftigen, das Handwerk und die Kunst des Films auseinanderzunehmen. Ich schätze diese Kollegen sehr, sehr hoch und ich will jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie Kacke sind oder so, aber ich sehe mich einfach nicht im selben Gebiet wie die. Das sind zwei für mich unterschiedliche Bereiche, die wir behandeln. Und ich hatte neulich ein sehr krasses Streitgespräch mit jemandem, der einfach auch nicht einsehen wollte, dass er sich gerade wie ein Arschloch verhält und ich dann blocken musste. Eine junge Dame, die da sehr, sehr akribisch mit mir diskutiert hat, weil sie eine Expertin und studierte Kulturwissenschlag mich tot war. Das sind immer die Schlimmsten, die Leute, die wissen, dass sie Sachen wissen. Jedenfalls ging es dabei darum, dass ich meinte, ein Film kann nicht objektiv gut oder schlecht bewertet werden, weil jede einzelne Person, also, und ich meine jetzt den ganzen Film, nicht das Handwerkliche daran, jede einzelne Person erlebt den Film auf seine eigene Art und Weise. Und ich habe das ganz krass mitbekommen, als ich The Last Jedi zum zweiten Mal gesehen habe. Denn The Last Jedi zum ersten Mal war um 0:01 Uhr, um Mitternacht. Niemand hat erwartet, dass, also der Hass gegen Star Wars war einfach noch nicht so groß. Niemand hat erwartet, dass das ein kontroverser Film wird. Jeder in dem Saal hat sich gefreut, als wir das geguckt haben. War jeder an den richtigen Momenten still, an den richtigen Momenten haben Leute aufgeatmet und gejubelt und Tränen sind geflossen und alles. Die Szene, in der Leia durchs All fliegt, eine der kritisiertesten Szenen in der kompletten Star Wars Geschichte, war eine, in der der komplette Saal wirklich so war. Also es war ein ganz anderes Erlebnis, wenn man nicht weiß, was danach alles kam an Kritik und so weiter und so fort. Und beim zweiten Mal schauen, wirkte der Film auf mich schon ganz anders. Zum einen Mal habe ich ihn auf Deutsch geschaut und rausgefunden, dass General Hux die Stimme von Howard Wolowitz hat. Und zum anderen saß ich in einem halbleeren Saal, das war 4 oder 3 Wochen später, in einem halbleeren Saal in Berlin, kurz vor Weihnachten, wo wirklich nur noch irgendwelche Casual-Leute sich den Film halt nochmal angucken, weil sie eh gerade nichts zu tun haben. Und der Typ hinter mir hat original durch den kompletten Title-Scroll sich darüber unterhalten, dass in seinem Büro irgendwer ständig das Druckerpapier leer macht und er sich ja immer darüber aufregt, dass die Leute das Druckerpapier nachfüllen sollen und auch mal an andere Leute denken sollen und das ihn wirklich nervt und er dann eine ganz lange Diskussion hatte mit irgendeinem Kollegen von ihm. Und das hat er seiner Freundin, die neben ihm saß, die ganze Zeit erzählt, die auch nicht sonderlich interessiert an irgendwas war. Mitten im Film, einen Moment später, als dann die Holdo-Szene war, die ja komplett leise ist, ruft einer von hinten, ha, Ton kaputt! Also, es war ein ganz anderes Erlebnis. Und für mich waren diese zweimal Gucken des Films auch zwei komplett unterschiedliche Dinge. Subjektiv gesehen, auf mich bezogen, war das erste Mal das beste Erlebnis, was ich mit Star Wars jemals hatte, und das zweite Mal das schlimmste Erlebnis, was ich mit Star Wars jemals hatte. Und das beim selben Film. Und auch später bei anderen Filmen, interessanterweise dieses Beispiel auch Star Wars, Solo A Star Wars Story, ein Film, von dem ich bis eine Woche vor Release nicht wusste, dass der so früh rauskommt und ich dachte, er kommt im Dezember erst, habe ich in der Premiere geguckt, aber nicht in der Premiere, sondern in der Pressevorführung. Zusammen mit Kollegen wie zum Beispiel Nerdkultur und Co. und auch Leute von großen Filmmagazinen, Online-Magazinen waren anwesend. Ich saß relativ weit vorne, relativ nah an der Leinwand mit einem relativ guten Blick und habe den Film genossen. Der Saal war relativ leer, ich habe quasi das nur für mich gehabt, habe das nur für mich geguckt und meine Reaktion war nur meine Reaktion. War nicht so geil wie mit der großen Masse, aber es war quasi meine subjektive Betrachtung und ich fand den Film grandios. 20 Reihen weiter hinten saß Nerdkultur und kurz nachdem wir aus dem Film kamen, hat er mir erzählt, dass neben ihm die ganze Zeit ein Filmredakteur, ein großer Kritiker der Star Wars Filme seit Episode 8 sowieso saß, der bei jeder Kleinigkeit den Kopf geschüttelt hat, gesagt, macht hat und wirklich
aktiv den Film schlechter gemacht hat mit seinem Kommentar von Dingen, die einem sonst wahrscheinlich nicht mal aufgefallen wären oder die eigentlich gar nicht schlimm wären. Aber durch diese negative Betrachtungsweise des Nachbarn wurde der Film automatisch nicht mehr so gut. Und das ist, was ich meine mit subjektiv. Jeder sieht den Film auf seine eigene, ganz besondere Art und Weise. Und wenn du einen beschissenen Platz hast, der irgendwo am Rand ist, findest du den Film vielleicht schon automatisch nicht so gut, wie wenn du einen supergeilen Platz mittendrin hast. Du findest den Film vielleicht besser, wenn du ihn auf Englisch im Original guckst, weil in der Übersetzung irgendwas komisch ist, was dann im Deutschen nicht so viel Sinn macht. Du findest den Film vielleicht besser, wenn du ihn im IMAX 3D-Format guckst, als wenn du ihn in einem kleinen Kino irgendwo auf dem Dorf guckst. All das sind subjektive Erlebnisse eines Films, sind komplett eigene Dinge. Und genauso ist das mit dem Verständnis von Dingen, die passieren, mit der Art und Weise, wie du Dinge aufnimmst im Film. Ob du gleich verstehst, was passiert oder ob du gerade kurz gezwinkert hast oder die Nase gekratzt hast und nicht hingeguckt hast und deswegen was nicht mitbekommen hast. Gerade bei Filmen wie zum Beispiel The Rise of Skywalker, wo so viel in so kurzer Zeit passiert. Und das kann das Zünglein an der Waage sein. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass ihr alle zu blöd seid, das zu verstehen oder so. Ich finde das vollkommen okay, wenn man einen Film nicht mag. Ich finde das schade, weil ich unglaublich viel Spaß an den Filmen hatte. An allen drei Filmen. An allen Filmen im Star-Wars-Universum eigentlich. Außer Episode 2, weil Obi-Wan einen wirklich schlecht angeklebten Bart hat. Aber ich kann jedem Film was abgewinnen. Zum Beispiel in The Rise of Skywalker, die komplette Szenerie auf Exegol, das komplette Ende des Films, wie Ben Solo kommt und den Tag quasi sozusagen mit rettet und sie gemeinsam kämpfen und die musikalische Untermalung, wie der Imperator sich wiederbelebt, das sind welche für mich der krassesten Star-Wars-Szene und der Szene, die am meisten Star-Wars ausstrahlen von der kompletten Franchise. Andere Sachen fand ich auch bei Rise of Skywalker doof. Ich find's blöd, dass er so schnell ist. Ich hätte mir auch ein paar ruhigere Momente zwischendurch gewünscht. Ich hätte mir mehr Aufbau für neue Sachen gewünscht, wie zum Beispiel Palpatine. Habe ich ja schon gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass man vorher schon irgendwann etabliert hätte, dass er zurückkommt oder zumindest angedeutet hätte. Das, und das habe ich auch in den Kommentaren, um darauf nochmal zurückzukommen, auch sehr oft gelesen, dass es von euch auch viele schade fanden, selbst die Leute, die den Film wirklich mochten, fanden es schade, dass Palpatine so kurzfristig erst eingebaut wurde. Zum Beispiel schreibt Jan Benzi, tja, wie toll wäre die Trilogie gewesen, wenn man statt Episode 8 die hier gezeigten Geschichten erzählt hätte. Jetzt wirkt es so, als wolle man im Nachhinein noch alles irgendwie hinbiegen. Ich habe nach den drei Filmen ehrlich gesagt keine Lust, noch 10 Romane und Graphic Novels zu lesen, bis mir dann alles irgendwann plausibel erscheint. Und das ist absolut ein valider Punkt. Die Filme sollten nicht nur funktionieren, wenn du anderes Material liest. Ich finde zum Beispiel in Episode 8 war auch, hatte viel Kritik, was inhaltliche Logik angeht. In Episode 8 hast du viele Sachen, die sich selbst erklären eigentlich, aber bei manchen Leuten noch Fragen offen bleiben, wie zum Beispiel, warum fallen die Bomben nach unten aus den Bombern? Das sind Sachen, wo man dann sagen kann, jetzt lese ich aber nochmal nach, ich google mal, warum fallen die Bomben im Weltall nach unten? Ah, klar, der Zerstörer, die Dreadnought, schwebte ja in geostationären Orbit. Das heißt, sie hat die gleiche Schwerkraft wie die Menschen unten an der Oberfläche des Planeten. Du bist nur schwerelos, wenn du dich um den Planeten im Orbit drehst, weil du dich im konstanten freien Fall befindest. Wenn du so nah über der Oberfläche eines Planeten fliegst, hast du die gleiche Schwerkraft wie der Planet selbst. Deswegen fliegen die Bomben nach unten. Aber um das rauszufinden, wenn einen das wirklich fragt, was inhaltlich nichts mit dem Film zu tun hat, dann kann man das googeln und findet das raus. Bei The Rise of Skywalker ist das was anderes. Wenn du wissen willst, warum hat Palpatine überlebt? Wie hat er überlebt? Warum ist der Körper da? Was ist da passiert? Warum hat der Dolch die Form der Ruinen, die in einem so stürmischen Meer sind, wo man nicht durchfahren kann, wenn der Sturm zu stark ist? Warum bewegt sich dann nicht alles, dass der Dolch dann einfach nicht mehr funktioniert? Das sind so Fragen, die man stellen kann und die Antwort darauf ist, weil es nicht so durchdacht ist. Und das muss ich auch sagen. Ich finde, The Rise of Skywalker ist einer der chaotischsten Filme der ganzen Franchise, was Star Wars angeht. Die innere Logik dieses Films ist in einem strengen Strich schon irgendwie da, aber so, man hätte es besser machen können. Und das ist nicht ohne Grund so entstanden, denn die Tatsache, dass J.J. Abrams diesen letzten Film macht und nicht der eigentliche Autor, liegt wiederum daran, dass Episode 8 so schlecht angekommen ist. Disney hatte also Schiss und hat gesagt, ah, J.J., mach du das doch lieber und hat das alte Skript aus dem Fenster geworfen. Und J.J. hat nun versucht, alle Sachen, die Rian Johnson in Episode 8 eben aus eigener kreativer Freiheit nicht nutzen wollte, die J.J. aber vorschlug für seine Trilogie, weil er ja Producer bei allen drei Filmen war, das jetzt irgendwie noch in den letzten Film mit reinzupressen. Und das ist
einfach nicht so gut gelaufen, wie es hätte laufen können. Und sicherlich ist da auch Rian Johnson mit dran schuld, der sich einfach nicht dran halten wollte, was JJ zu sagen hatte. Was wiederum aber Disneys Schuld ist, die Rian Johnson einfach die komplette kreative Freiheit gegeben hat. Wenn Rian Johnson 3 eigene Star Wars Filme gemacht hätte, wären das fantastische Filme, vor allem optisch geworden. Weil Rian Johnson, und das sieht man gerade in Episode 8, was Cinematografie angeht, ein absolutes Genie ist. Und auch die Erzählstruktur von Episode 8, sind wir mal ehrlich, ist um Längen krasser und besser als die von Episode 9. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, wenn du es als großen, als einen kleinen Teil des großen Star Wars-Universums siehst, haben Episode 8 und 9 wirklich nicht so viel mit dem Rest zu tun. Wenn du es als Trilogie siehst, die Sequel-Trilogie, ist die Sequel-Trilogie ganz einfach anders als die 6 Filme davor. Das liegt teilweise an zeitlichen Sachen, das liegt teilweise daran, dass Erzählstrukturen heute anders gehandhabt werden als damals, und das liegt aber auch daran, dass die Regisseure und Producer eine gewisse Freiheit für sich hatten, die einfach keine stringente Linie von A bis Z durchgezogen haben. Ob man das jetzt so kritisch sieht und deswegen alles für einen ganz Star Wars kaputt ist, was ja viele schreiben, leider, weiß ich nicht, ob das so sein muss. Weil ich persönlich bin eher so ein Mensch, der auch an Kleinigkeiten was finden kann. Ich kann an jedem Film etwas finden. Auch wenn der Film insgesamt nicht so krass ist, gibt es doch, also ich kann mich an keinen Film erinnern, den ich von vorne bis hinten scheiße finde. Es gibt an allem etwas, was ich okay oder cool finde. Auch zum Beispiel die Twilight-Filme, da gibt es richtig krasse Szenen drin, die wirklich cool sind und wirklich cool gemacht sind auch und die wirklich eine coole Lore mit sich bringen, auch wenn ich die Franchise als solches irgendwie lame finde. Und deswegen ist mein finales Urteil zu Ist The Rise of Skywalker Kacke, zum Thema dieses Videos, eigentlich tatsächlich für mich nicht, für viele andere Fans auch nicht, aber für sehr viele andere Fans eben schon. Nehmt es nicht zu übel, wenn andere Leute den Film nicht so mögen. Nehmt es aber auch nicht zu übel, wenn Leute sehr viel Spaß mit sowas haben. Ich verstehe nicht, warum man, wenn man einen Film nicht mag, unbedingt jeden, der den Film mag, davon überzeugen muss, dass dieser Film deswegen und deswegen und deswegen scheiße ist. Ich finde, wenn jemand Spaß an etwas hat und Freude an etwas hat und sich von etwas begeistern lassen kann und einfach wirklich aus seinem Kinoticket am meisten rausholt, weil er den Film grandios findet, dann warum soll ich ihm das kaputt machen? So, selbst wenn ich den Film absolut scheiße finde. Gibt keinen Grund dafür, außer Egoismus, Egozentrik und der absolute verbissene Wille, dass man unbedingt recht haben muss und dass deine eigene Ansicht das einzig wahre ist und niemand was anderes sehen darf. Und ich finde, gerade bei sowas wie Film und generell Kunst hat eigentlich niemand das Recht, jemandem zu erklären, warum er das jetzt nicht gut finden darf, sondern scheiße finden muss. Genauso wie ihr, die die Filme mögt, auch niemanden überzeugen müsst, dass die Filme nicht scheiße sind. Wobei ich auch sagen muss, die einen versuchen euch etwas mehr Freude ins Leben zu bringen und die anderen versuchen, die Leute mit Freude runterzuziehen und traurig zu machen und sauer zu machen. Von daher gibt es da schon ein bisschen einen Unterschied. Das eine ist schon ein bisschen besser als das andere. Aber hey, wenn ihr den Film mochtet oder die Filme mochtet, supergeil. Wenn ihr die Filme nicht mochtet, schade, dann guckt andere Filme. Unterm Strich, mein Feedback dazu wird sich trotzdem nicht ändern, dass bei jedem Star Wars Video jemand runterschreibt, dass ja Rey total scheiße. Ich meine, guckt euch das an. Ich habe hier unzählige Kommentare, die sind fast alle negativ. Obwohl einer schreibt zum Beispiel auch, Kelja schreibt auch, es gibt Menschen, die den Film nicht mögen, Fragezeichen. Und hier, du schaffst es immer wieder, dass ich die Filme besser finde, schreibt Ron Limbach. Aber es gibt halt auch so Leute wie Lolz30, die schreiben, man kann sich auch echt alles schön reden. Vielleicht ist das der gute Strich drunter. Man kann sich auch einfach alles schönreden und dann glücklicher sein. Gerade bei Filmen ist es nicht so relevant, dass man unbedingt sauer sein muss auf alles. Ansonsten war es das jetzt von mir. Danke fürs Zuschauen. In der Mitte könnt ihr abonnieren. Links und rechts gibt es noch 2 weitere Videos. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Rinjahorn.